Und da hat es geplatzt. 9 Runden noch in diesem Tabelle. Ihr könnt ja gerne mal klatschen. Ihr könnt ja gerne mal klatschen. Das sehen die Rennfahrer sehr gerne mit dazu. Und die auch als Sportler. Damit sind die Lücke eben kleiner machen können, aber stattdessen ist es Remmert Nolles, der von hinten näher rangekommen ist, auf Platz 3 liegt. Luca Felix Hapke von 4 auf 5 zurückgefallen auf der Gegengerade. Und wir sind in der 5. letzten Runde, also noch 4 Runden und der Rest von dieser sind hier zurückzulegen. Ja, wir haben auch diesmal Gäste aus Drehen-Steinfurt dabei, da gibt es also auch eine Trabrennbahn und das Schöne ist, die Jungs aus Drehen-Steinfurt haben ja einen besonderen Preis für den letzten Fahrer des Rennens hier spendiert. Da bin ich mal gespannt, wenn die Jungs von Drehen-Steinfurt... Ja, und ich sehe, Henning, geschlossenes Fahrerfeld. Der Vorstoß ist abgeblockt worden von Philipp Bartsch und bärenstark natürlich Andy Meier, der hier richtig, man sieht ihn in der zweiten Spur noch vorbei. Da ist also richtig Power dahinter. Ich glaube, da können wir gleich beim Sprint eingesehen. Und jetzt kommt der andere von Finn Schlichtmeier, 4 Runden vor Schluss des Rennens. Der muss jetzt langsam nach vorne kommen. Jetzt wird es eng, denn der Weg nach vorne ist doch schon sehr, sehr weit. Ralf Schumacher führt im weiß-grau-roten Trikot. War eben auf 7 Dennis Marschall, der vorhin auf dem Treppchen gelandet war, der in einem schwarzen Trikot der Stadt Team Oberhaus unterwegs ist, von seinem Vater auf der Maschine geführt wird. Die beiden kämpfen jetzt, man sieht das auf der Gegengerade. Jetzt zeigen sich Unterschiede. Ab hier gleich noch 3 Runden zu fahren, noch lange 3 Runden, noch 3,6 Kilometer. Und ich sage es jetzt schon mal, liebe Zuschauer, ihr wisst, wie ihr den Fahrern das Leben etwas langfahren. Also, der hat natürlich einen super Reifen da drauf und jetzt haben wir vorne eine Spitzengruppe mit 4 Fahrern. Tim Schlichtmeier, der Sieger der Gelsenkirchen Nacht und heute gewinnt er Sendlauf und Philipp Bartsch auf Platz 2, kommt aber ganz dicht dran. Bitte mit Remmert Nolles auf Platz 4 für die Stücke. Fünfter wird Schlichtmeier, sechster Campus Spitz, auf Platz 7 Luca Felix Hapke und auf Platz 8 Campus Spitz, Dennis Marsch. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
Das ist natürlich eine feine Sache. Sah gut aus. Super, jetzt haben wir den Sieger noch. Ganz kurz, wir müssen zweimal gelten. Das ist der Sieger von 2019. Jetzt haben wir den Sieger ganz kurz. Ja, 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 ja. Also das ist eine Tradition von unserer Radrennen in der letzten Jahr. Immer eine Flasche Sekt dazu. Ihr könnt eine Ruhe genießen. Herzlichen Dank nochmal für die tolle Geschichte. Hat echt viel Spaß gemacht. Letzter nochmal. Wir haben gleich nochmal 20 Traber gegen Rennfahrer über 400 Meter. Da kann ich Ihnen versprechen, da wird es nochmal richtig zu sagen. Herzlichen Dank und wir sagen bis gleich. Ganz knapper Sieg für den Radfahrer. Ja, Marco, jetzt bist du platt. Das Radrennen hier in Gelsenkirchen war das erste seiner Art auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen und schreit nach Wiederholung. Es war ein beeindruckendes Erlebnis für die Gäste hier auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen. Sie waren begeistert. Das war eine tolle Geschichte. Und wie gesagt, es ist ja noch nicht alle drei Jahre. Wir haben uns also viel lang hier nicht auf uns sitzen lassen. Und ich bin froh, dass wir nach 40 Jahren hier in Rücken anfangen. Also hinten raus wird es dann natürlich total lang, diese Gerade. Und dieses Geräusch, das man die ganze Zeit so halb links hört, dieses Atmen, ist schon brutal interessant. Und man weiß jetzt kurz, man hört quasi den Atemgedanken. Und ich bin froh, dass die Reichland war, richtig lange Erfahrung. Und da haben wir auch schon mal gemacht. Wir sind dann nochmal dazu gesprochen. Man muss auch sagen, also das ist tatsächlich ein Zusammenspiel. Ich habe ja draußen erst das Atmen, das Üben, wir haben uns genau überlegt, wo er in der Probe mich ablässt. Und das haben wir erst perfekt aufgezogen. Ich konnte mich da am Rad gut aufziehen und dann die 350 Meter nochmal durchziehen. Danke. Ich werde es mal gleich, ich kenne das. Okay, ich bin euch gelungen. Danke nochmal und auch an die Zuschauer hier.
die wir zusammen ausgestrahlt haben. Tolle Geschichte, eine Rennbahn.